liebe YouTube-Freunde, Abonnenten und Zuschauer. Herzlich willkommen zu unserem sonntäglichen Tipps und Tricks in Thailand. In Thailand, über Thailand, direkt vom Pool. Euch viel Spaß. Wir haben interessante Themen heute. Lassen euch überraschen. Bis gleich nach dem Intro. Bei uns haben die Grille im Moment die Oberhand. Die sind also stärker wie die Vögel. Die machen ein Balaver im Moment. Also ich hoffe, dass es nicht so arg steht. Ich kann die Plätze tauschen, wo ich will. Ich habe überall Wasserrausche, überall Fächelkreische und Grillekreische. Naja, ich hoffe, es geht. Und ihr fühlt euch nicht so gestört und verstehen mich gut. Ich versuche einigermaßen Hochdeutsch zu babbeln. Oh, babbeln sagt man ja gar nicht. Okay, Hochdeutsch zu sprechen, für euch, wo aus Berlin komme, wo so schön Hochdeutsch babble, aber in Berlin und so auslenkt. Naja, gut, okay, lassen wir das. Ich versuche mein Bestes und ich hoffe, ihr versteht's. Man hätte müssen in die Schule gehen und Pelsisch lernen. Sorry, war nur so ein kleiner Ausrutscher. Spreche natürlich Hochdeutsch. So, liebe Freunde, heute fahren wir mal mit einem ganz effektiven Tipp an und mit einer Kaufempfehlung dazu. Was ich da euch da wirklich empfehlen kann, ist wirklich Stromspartipp, sage ich mal, sind die Solarlampe, wo es im Lazada gibt. Ja, wie gesagt, bei Lazada gibt es die jetzt seit schon unter 200 Watt. Damals, wo ich die kaufen, haben die doch zwischen 500 und 600 Watt gekostet. Ja? So, aber die Lampe sind echt klasse. Also, wie gesagt, die kleine, die 10 Watt, die kann ich nicht empfehlen, die sind doch einfach zu schwach. Aber ab 25 Watt sind die Dinger echt super gut zu empfehlen. Die Hallen kann ich sagen zwischen 10 und 11 Stunden in der Nacht, ja, bei normaler Sonneninstrahlung, also hauptsächlich guter Sonneninstrahlung über da, wie wir sie in Thailand meistens haben. Die Dinger sind echt unheimlich effektiv und hast überall Licht. Da ist eine Fernbedienung dabei, du kannst also per Fernbedienung bedienen, ja, die Lampe. Kannst aber auch auf automatisch machen, so habe ich sie gestellt. Sobald es dann dunkel wird, werden die Lampe gehen dann automatisch an und schaltet sich ja automatisch wieder ab, sobald sobald es wieder hell wird. Ne? Ja, wie gesagt, ich habe da auf dem Grundstück 15 Stück überall verteilt und die sind echt klasse und ich kann die echt nur empfehlen. Ich zeige es euch jetzt nochmal kurz, wo ich sie überall habe. Also zeige ich eine davon mal. Da jetzt zum Beispiel bei meinem Carport, ja, da seht ihr, da brennt ein rotes Lichtchen, ja. Solange wie das rote Lichtchen brennt, lädt sie auf, ja. So, und wenn die dann aufgeladen ist und es wird dunkel, oder besser gesagt, wenn es dunkel wird, geht das rote Lichtchen aus und das weiße, das normale Licht geht an. Die gibt es in 2 verschiedene Färbungen. Entweder so gelbliches Licht oder Daylight. Das Daylight bevorzuge ich, obwohl das gelbliche Licht halt ein angenehmeres Licht ist. Aber das Daylight ist für aus im Außenbereich doch das Bessere. Da zeige ich euch auch gleich nochmal so Lamp. Das ist jetzt ein C-Watt. Ja, die C-Watt ist für den Außenbereich zu klein. Ja, kann ich nicht empfehlen. Aber ich habe sie da hin in dem Salar, wo ich direkt am Gartenteich habe. Da sind die 10 Watt okay. Da beleuchten sie quasi den Innenbereich von dem Salar, wo man dann so hockt. Und da ist das okay. Also ist nicht wie im Freien quasi, sondern ist es im Innenraum, wo man quasi in dem Salar hockt und hat dann da sein Lichtchen dahin. Das ist ganz gut. Da sind die 10 Watt okay. Also absolute Empfehlung, kann ich euch nur empfehlen und ein guter Tipp. So, was ich für einen Tipp euch auch noch geben kann, das gilt eigentlich ja fast überall auf der Welt. Aber da in Thailand ist mir das extrem aufgefallen. Wenn du in ein Restaurant gehst, wir waren gestern, das sehen wir bestimmt in einem Video, wo ich gestern gemacht habe, ja, in dem Café, wo wir da waren. Irgendwo, das war da in der Klippe da am Meer. Ja. So, da hat am Kuchen haben keine Preise drauf gestanden. Überall waren Preise drauf, am Kuchen nicht. Da war für mich total klar, der Kuchen ist extrem teuer. Also extrem, sage ich mal, zu den ortsüblichen Preisen. Ja.
So, und wie war es? Genau so war es gewesen. Wir sind dort hingegangen, Kura haben wir gesehen. Wir haben schon genau gewusst, oh, der Kura ist da. Also, was mache ich? Oder besser gesagt, was hat die Caravan gemacht? Und das machen wir immer so. Wir fragen, was kostet's? Das ist so ein einfacher Trick. In Thailand ist das besonders guter Trick, weil die Thailänder, die wollen ja ihr Gesicht nicht verlieren. So, dann frohen die lieber nicht und kaufen das. So, und dann grinsen sie natürlich so auf, wenn sie sehen, dass es die Kuh 120 Baht kostet. Da ist die Situation natürlich extrem ausgenutzt in Thailand, ja. Wie gesagt, weil eben der Thailänder aus sich nicht froht, weil er Angst hat, sein Gesicht dabei zu verlieren. So. Und was mache das? Was macht das? Die tun das dort mit ausnutzen und tun dann ihr Kuchen so daher verkaufen. Oder Thailer bezahlt es natürlich dann. So, was ich euch auch gerne mal erzählen will, ist, wenn man hier in Thailand reisen möchte. Kein Auto hat, kein Motorrad hat und möchte aber gerne im Land rumreisen, um einiges vom Land zu sehen. So, da kann ich euch empfehlen, benutzen die Busse von der Nakhon Chai Air Reisebusgesellschaft. Ja? Die machen also über Landfahrten, das heißt, die machen also manchmal Fahrten von Strecke A nach B bis zu 1000 Kilometer in etwa. Also wirklich in alle Teile von Thailand fahren die mit unheimlich angenehmen Busse. So, das ist also wie wenn im Flugzeug sitzt. Wenn du so eine große Strecke buchst, ja, also kannst du sagen, du kriegst eine Decke dazu, dass du wenn du kalt hast, weil in deinem Bus ist immer unheimlich kalt, muss man sich wirklich anmerken. Am besten auch immer Jäckchen mitnehmen oder ein paar lange Hosen mitnehmen, weil in deinem Bus, die machen die Aircondition bis zum Anschlag. Da ist es saukalt. Aber Nakhon Chai Air hat unheimlicher Service. Die geben dir eine Decke wie im Flugzeug. Du kriegst was zu trinken, Orangensaft, wenn du da drin kommst, wie im Flieger kriegst du was zu trinken. Dann über da, also wenn du längere Strecke fahrst, ist noch meistens so Abendessen dabei und noch Frühstück. Ich habe immer gern, in der Nacht bin ich immer gern gefahren, weil es ist einfach so, ich wollte über da halt viel ziehen und wollte halt in der Nacht, ich gedacht, ach, da hock ich im Bus und da schlafst du ein paar Stunden. Das kann ich. Ich habe doch keine Probleme, ich schlafe in so einem Bus, deswegen habe ich immer nur die Nachtfahrt gemacht. Die waren für mich selbst am angenehmsten und ich hatte am meisten über da davon können rausholen. Weil in der Nacht habe ich eh gepennt und im Bus schlafe ich besonders gut, wie auch im Auto, ja. Deswegen bin ich immer angegangen und habe nachts die Fahrt gebucht. Und in der Nakhon Chai Air, wie gesagt, das ist ein Bus, Gesellschaft, die ist echt klasse. Die haben also wirklich ein unheimliches Netz da über innerhalb von Thailand für solche weite Überlandfahrten zu machen. Das ist phänomenal. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Besser wie die, da gibt es ja so die kleine Busse da, ja. So, die kannst du nehmen, wenn du so schnelle Dinge machen willst. Wenn du sagst, ich muss schnell von A nach B fahren. Ja, völlig unbequem, da du meistens immer vollgestoppte Bus hockst. Die Halle überall an, wo sie eine abholen, wo sie eine ablassen. Und das ist eben, für mich ist das nichts. Ne? Wie gesagt, wenn ich vom Flughafen irgendwo hin will, okay, oder wenn ich so schnell die Strecke eben haben will. Aber wenn ich gemütliche Urlaub machen will und will durch Thailand kommen, da ist die Nakhon Chai Air für mich die erste Wahl. Kann ich also wirklich über jeden die Empfehlung und den Tipp abgeben, wenn er so über Land fahrt, mache mit dieser Nakhon Chai Air fahrt. Das ist für mich in Thailand eine von den besten Busverbindungen für lange Strecke und super, super angenehm und gut durchorganisiert. Also das heißt, du hast feste Frühstücksplätze, wo es dann anhalten, wo du Frühstück da holen kannst. Ja. Meistens ist Essen in der Fahrt drin, kommt auf auch was verstreckt, eben buchst. Das ist echt klasse. Kann ich nur jedem empfehlen. Und dann, wenn du über zum Beispiel vom Land und Leute was sehen willst, dann kann ich die Tagfahrt über empfehlen. Du fahrst immer anständige Reisebus quasi quer durch Thailand durch, ja, und siehst halt während der Busfahrt, siehst halt da vieles, ja. So, mein Ding war es nicht, ich wollte lieber in der Nacht fahren, habe ich besser gefunden. Aber das kann jeder selbst entscheiden. Auf jeden Fall, Nakhon Chai Air ist eine tolle und angenehme Busfahrerei und man sieht viel vom Land und kann weit im Land rundreise, ganz super bequem. So, und jetzt möchte ich euch einen kleinen Tipp geben, was mir damals sehr geholfen hat. Das hat mir super geholfen, das hat mir fast mein Leben gerettet. Das war für mich echt eine ganz wichtige Sache. Das erzähle ich euch kurz. Damals, wie ich meine Caravan nach Deutschland geholt habe, für ihr Heiratsvisum, dass man eben heiraten kann. Ja? So, man darf nie vergessen, die Ausländerbehörde in Deutschland sind ja auch alles Menschen. Man soll sie auch so behandeln und halt auch wirklich mit Freundlichkeit und mit offenem Herzen dort angehen und mit den Leuten richtig sprechen. Ich kann nur sagen, ich habe super, super Erfahrungen mit der Ausländerbehörde in Deutschland gemacht. Aber das erzähle ich euch jetzt kurz in der Geschichte. So. Das hat angefangen, ich war auf der Ausländerbehörde, ja.
Ich war damals, das ist das Problem gewesen, kurz vor meiner Scheidung. Ja. So, und es war sehr schwierig. Ich habe natürlich kein Heiratsvisum gekriegt, bevor ich nicht geschieden war. So, aber ich kann euch echt sagen, für mich war das zum verrückt wäre. Ich wollte zu meiner geliebten Caravan und wollte meine Caravan rüberholen nach Deutschland, weil ich habe mich gefühlt wie, wie man so sagt, top ohne Deckel. Ja, ich war total unglücklich. Also, ich bin dann auf die Ausländerbehörde gegangen, ja, und da später, wie ich geschieden wäre, bin. Ja, ich bin also geschieden wäre und am nächsten Tag bin ich auf die Ausländerbehörde gegangen, weil ich zwei Tage später nach Thailand geflohen bin und habe dort wollen mit der Ausländerbehörde reden, was man da machen kann, weil ich dringend Visum gebraucht habe für die Corona-Heiratsvisum. Ja? So, also habe ich wartet, ja, habe dort gewartet. Ich war verzweifelt, ich sah es euch, wie es ist. Ich habe dort wirklich gehockt und mir sind die Tränen gekommen. Ja? So, dann ist auf einmal einer rausgekommen und hat gesagt, was ist denn los mit Ihnen? Kommen Sie mal mit, warum heilen Sie dann? Warum? Sie sind ja total fertig. Kommen Sie mal mit. Dann bin ich mit ihm gegangen. Da war das der Chef von der Ausländerbehörde. Ein ganz super, super netter Mann. Der war halt, hat mich gesehen, hat gesehen, dass ich total aufgelöst bin. Und dann sind wir dort hingegangen in sein Büro und hat mich gefragt, was los ist. Gut, ich habe die ganze Situation erklärt und habe gesagt, wissen Sie, ich bin so verliebt in die Frau, ich kann ohne die nicht mehr leben. Ich bin total, wirklich wie Arsch und Hose, wie man so scheiße hat, ne Palz, ja. Da sagt er, machen Sie sich doch um okay sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Entscheidungspapiere haben, kommen Sie zu mir und da reden wir nochmal drüber. Also, ich bin dann, wie gesagt, ich bin dann geschieden, bin dann angegangen zu ihm in sein Office und da sagt er, ja, wissen Sie, normalerweise darf ich das nicht, ne. Aber, weil, wie gesagt, normalerweise hat die Frau noch so lange Zeit, Inspruch zu legen für die Scheidung. Ja, da hätte es noch keinen Inspruch in Lehe. Und da wäre das nicht rechtens gewesen, was er gemacht hat. Aber der Mensch hat mir das tatsächlich, hat mir die Papiere gegeben für Heiratsvisum. Und das Allerschärfste, was er gemacht hat für mich, also, ich sage, ich war dem Mann so, so dankbar damals. Er ist hingegangen und hat mir einen Vorabentscheid gegeben. Offiziell gibt's das gar nicht. Aber, er hat das tatsächlich gemacht und es hatte Gültigkeit gehabt. Das Teil hat Vorabentscheid gegeben. Er als Amtsleiter hat mir einen Vorabentscheid gegeben, dass ich die Frau mit rüberholen darf zum Heiraten. Ja? Also er hat das vorab entschieden. Genauso hat es auf dem Zettel drauf gestanden, auf dem Dokument. Ja? Das war für mich wie ein Sechser im Lotto. Ich bin nach Thailand gegangen, dann eben, und bin mit der Caravan dann auf die Botschaft gegangen. Mit dem Vorabentscheid haben wir so fette Visum gekriegt. Normalerweise geht das so, dass mir ein Visumsantrag stelle und der Visumsantrag nach Deutschland geschickt wird. Ja, und das dauert alles im normalen Amtsweg. Das geht dann über Berlin und weiß der Teufel, ich weiß nämlich genau. Ne? Auf jeden Fall, der Amtsweg ist es nicht gegangen, weil ich dann vorab entscheide. Das Amt hat also vorab entschieden, dass ich die Berechtigung habe, die Frau zu heiraten und mitzubringen. Gut? Und genau so war's. Ich bin rübergegangen, fetzter Urlaub gemacht und habe die Caravan keine mitnehmen. Mitnehmen nach Deutschland mit dem offiziellen Heiratsvisum. Ohne dass das nochmal nach Deutschland gegangen ist und ist ja eigentlich nichts anderes gewesen. Die hätten dann die Papiere nach Deutschland geschickt, das wäre über Berlin gegangen, über die Botschaft hier in Berlin, wäre dann eben zu dem Amt kommen und die hätten es entschieden. Und der hat das eben umgangen, indem er gesagt hat, er machte vorab Entscheid. Und ich habe meine Caravan dürfen sofort mitnehmen. In dem 14-tägigen Urlaub bin ich zurückgekommen mit meiner Frau und mit dem gültigen Heiratsvisum. Und das Allerschönste, wie wir dann geheiratet haben, hat er genau dasselbe gemacht, für meine zwei Stiefkinder rüberzubringen. Ja? Damals war nämlich die Tochter, die war kurz vor ihrem 15. Geburtstag. Und wenn die Kinder 15 waren, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, auf jeden Fall, wenn die Kinder 15 waren, dann war es so, dass die Kinder nicht mehr haben kein Visum gekriegt für Deutschland, hat also nicht mehr noch als Kindesnachzug gezählt, sondern das Kind hat quasi wie Volljähriges. Totaler Quatsch, obwohl es doch in Deutschland mit 18 recht volljährig sind, haben sie das so gemacht, hat es dann so geheißen, wenn das Kind es 15 oder 16 Lebensjahr eben voll hat, dann kriegt das kein Kindesnachzug Visum. Also war das auch wieder knapp. Ne?
Aber genauso hat er es gemacht wie beim Heiratswiesen. Hat man vorab Entscheid gegeben. Ich bin mit der Korbahn fetzt, da bin ich frisch verheiratet worden. Wir sind dann gleich darüber geflohen und haben dann die Kinder genauso rübergeholt mit dem Vorabentscheid. Das hat wieder voll geklappt. Was ich euch dort mit sagen will, als guter Tipp: Seien zu deine Leid auf der Ausländerbehörde wirklich ganz natürlich. Das sind Menschen wie du und ich, die haben natürlich manchmal schwere Entscheidungen zu treffen. Ja, und das ist so, die müssen halt auch um Gesetz und Ordnung gehen. Aber sie haben viel Spielraum. Und ich denke, wenn man da ordentlich mit denen umgeht, dann versuchen die wirklich ihr Bestes, so wie sie es bei mir versucht haben. Und deine Vorabentscheid gibt's, ja, nicht offiziell, aber die Entscheidung liegt eben bei dem Amt selber. Wenn das Amt das macht, dann hast du Vorabentscheid und kannst ohne Probleme entweder deine Frau mit dem Heiratswiesen gleich mit rüberbringen, ja, oder die Kinder eben von deiner Frau nach Deutschland bringen mit dem Vorabentscheid. Also das ist mein bester Tipp für heute und auch mein letzter. Und ich wünsche euch dann, dass ihr ganz viel Glück haben, wenn ihr in derselben Situation sind wie ich. Ja. Weil es ist schlimm, wenn man auf seine Liebste in Deutschland wartet und kann sie nicht rüberholen und man muss wochenlang warten, monatelang warten. Das ist echt schlimm. Das wünsche ich keinem. Und deswegen viel Glück, wenn ihr dieselbe Situation habt und das gerade mitmache, was ich damals mitgemacht habe, dass das aber euch genauso toll klappt wie bei mir. Ich danke heute noch dem Mann vom Ausländeramt. Das war damals mein Lebensretter, muss ich wirklich sagen. Ganz, ganz lieber Mensch und hat mir ganz viel geholfen. So, ihr Lieben, ihr seht ja, es ist schon wieder dunkel. Die Nacht hat ihren Besitz ergriffen. Die Zikade haben wir die Oberhand vor den Fächeln. Ich höre jetzt auf, schon lange genug gebabbelt. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bei euch ist ja noch der ganze Tag vor euch. Bei uns in Thailand ist schon dunkel. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Bleiben gesund, werden glücklich. Daumen hoch, was der Film gefallen hat. Kanal abonnieren und dann bist du wieder zum Karl kommen. Ne? Und morgen gibt es einen neuen Film, morgen gibt es einen zweiten Teil. Ihr habt das gesehen. Ganz super Aufnahme von dem Beichtdorf, von der Klippe da am Meer. Müssen wir googeln. Bis morgen. Euch erscheint auch noch. Ciao, ciao. Tschüss. When I go to Thailand, I learn to speak some Thai. I cannot eat spicy food, so I sip it my dai. I want to do some shopping, I ask how much tarai. But paying the price is very high, so I say lot dai mai. I forgot that I should learn.